Du hast eine lange oder kürzere Pause vom Querflötespielen gemacht und möchtest wieder anfangen? Ich bin Katja Reinwold. Ich bin Flötistin und Flötencoach. Ich helfe dir unter anderem mit meinen Online-Kursen oder durch die Einzelcoachings zu maximaler Verbesserung auf deinem Instrument. Im heutigen Video sage ich dir, was du beachten solltest, wenn du nach einer langen Pause wieder anfängst mit dem Querflötespielen und was du am besten übst, um nach einer kürzeren Pause wieder reinzukommen. Bleib dran! Es ist natürlich die Frage, was eine lange und was eine kurze Pause ist. Und jeder knüpft ja schließlich an ein unterschiedliches Level an. Pauschal kann man aber sagen, dass man nicht bei Null wieder anfängt. Sagen wir mal so, zwischen 60% und 80% des Erlernten sind noch da und in irgendeiner hinteren Ecke des Gehirns wieder zu finden. Vor allem die theoretischen Sachen, die du mal gelernt hast, die fallen dir relativ schnell wieder ein. Die motorischen Sachen, die muss man sich wieder ein bisschen herbeiholen, ein bisschen neu wieder trainieren. Aber du fängst definitiv nicht bei Null wieder an. Wenn du ein Jahr oder länger nicht gespielt hast, dann kann man durchaus von einer langen Pause sprechen. Manch einer hat sogar 5 Jahre nicht gespielt oder sogar 20. Und dann fällt es ihm wieder ein, doch wieder Flöte spielen zu wollen. Wie gesagt, die Erinnerung an Noten, Rhythmus, Spielanweisungen, Tempobezeichnung und die ganze Theorie, die ist relativ schnell wieder da. Deutliche Abstriche musst du tatsächlich machen in den motorischen Dingen. Die Finger sind eingerostet, der Ansatz ist fest und starr, der Ton rauscht, die Luft ist knapp und du hast keinerlei Kondition mehr. Trotzdem bereitet es unglaublich Freude. Man entdeckt etwas wieder. Es ist fast wie wenn man etwas neu anfangen würde. Und man hat einen totalen Pioniergeist, einen Entdeckerdrang, wieder neu das Instrument Flöte zu entdecken. Ein ganz kleines bisschen ist damit natürlich verbunden der Frust, weil man ja schon mal viel besser war und weil gewisse Dinge, die man einmal konnte, nicht mehr so ohne weiteres abzurufen sind. Witzigerweise spricht man ja davon, es ist etwas flöten gegangen. Und das trifft hier im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich zu. Aber sei nicht frustriert, du solltest wissen, es ist relativ schnell wieder da. Ich zeige dir im Folgenden, wie du am besten wieder reinkommst. Und dann liegt es an dir, konsequent in homöopathischen Dosen wieder dich ein ganz kleines bisschen neu aufzubauen. Als allererstes, wenn du wieder neu nach langer Pause anfängst und wenn deine Flöte lange im Schrank gelegen hat, solltest du checken, inwieweit sie noch in Ordnung ist. Wenn du ganz sicher gehen willst, dann bringst du sie zum Instrumentenbauer und lässt sie einmal durchsehen. Durchs lange Liegen passiert einiges mit den Flöten. Wir haben zwar nicht das Problem, dass das Holz arbeitet, wie bei den Oboen, Klarinetten, Blockflöten und so weiter, aber dennoch verändern sich die Polster, die können austrocknen, die decken nicht mehr vernünftig und vor allem hier oben der Stimmkorken trocknet aus und dann ist die Flöte nicht mehr dicht, zieht Luft, die Töne sprechen nicht mehr an. Und du weißt nach der langen Pause gar nicht, liegt es jetzt an dir, weil dein Ansatz nicht mehr so gut ist, oder ist tatsächlich die Flöte nicht in Ordnung. Also dieses Thema würde ich auf jeden Fall ausschließen. Wenn deine Flöte nun in Ordnung ist und du fängst an zu spielen, dann hol dir um Gottes Willen nicht die allerschwersten Etüden heraus und fange auch nicht mit irgendwelchen anstrengenden Tonübungen an. Da wird dann ganz schnell der Frust kommen und du wirst die Flöte wieder in die Ecke legen und die Lust verlieren. Nimm dir ein Stück, was du früher immer wahnsinnig gern gespielt hast. Spiele das Stück langsam, erfreue dich an dem Klang und was du doch noch alles kannst. Spiele es langsam und arbeite dich dann Stück für Stück wieder heran. Also spiele dein Lieblingsstück, spiele dein Lieblingslied und lass ein bisschen mal deinen Perfektionismus beiseite. Spiele
einfach erstmal vielen Noten, um wieder langsam reinzukommen. Natürlich wird es so sein, dass dein Ton rauscht, dass die Höhe eng klingt, dass die Tiefe nicht vernünftig knackt und die Finger sind eingerostet, das ist ganz klar. Aber wenn du erstmal so ein bisschen ins Spielen kommst, dann wirst du merken, es wird leichter, auch mit der Puste wird es besser. Und dann kannst du nach und nach Übungen heraussuchen, die du früher gemacht hast, vielleicht nicht die allerkompliziertesten, und kannst dich so nach und nach wieder herantasten. Von einer kurzen Pause kann man vielleicht sprechen, wenn du zwischen 1 und 6 Monate nicht gespielt hast. Die Auswirkungen sind ähnlich wie die nach einer langen Pause. Dein Ton rauscht, dein Ansatz ist unflexibel und starr, die Finger sind eingerostet, das Vibrato ist langsam und alles ist so ein bisschen unbeholfen und anstrengend. Du hast keine Luft, du hast keine Kondition. Das ist ähnlich. Natürlich ist es nach einem Monat nicht ganz so schlimm und du kommst viel schneller wieder rein. Bei mir ist es auch so. Es ist Ende August und es war Sommerpause. Also es waren keine Konzerte. Ich hatte zwar so ein paar Anfragen, die habe ich aber nicht wahrgenommen, weil ich viele andere Sachen zu tun hatte. Ich habe ja meinen Online-Kurs fertiggestellt. Und mit den anderen beiden Online-Kursen bin ich auf eine neue Kursplattform umgezogen. Das war ziemlich viel Arbeit und ziemlich viel am Rechner sitzen. Und ich habe ganz bewusst mich gegen die Konzerte entschieden und auch gegen das Flöte üben. Aber jetzt ist die Sommerpause vorbei und die ersten Konzerte kommen wieder. Und ich muss jetzt auch wieder einsteigen. Also ich habe zugegebenermaßen bestimmt auch 5, 6 Wochen nicht geübt. Ich habe ein bisschen rumgespielt, aber üben kann man das nicht nennen. Und bei mir ist es jetzt auch so, ich muss wieder reinkommen. Und das ist irgendwie uncool, das macht wirklich keinen Spaß. Bei mir ist das auch, der Ton ist fest, ich habe nicht so die Luft. Das Vibrato ist langsam und fest und die Finger, naja, die könnten besser laufen. Natürlich setze ich auf einem relativ hohen Level an, aber für mich ist das auch anstrengend und kostet Überwindung, wieder in das Üben reinzukommen. Ich kann davon ausgehen, dass meine Flöte in Ordnung ist, weil ich habe sie ja ab und zu mal ausgepackt und auch ein bisschen gespielt. Und die hat jetzt nicht so lange rumgelegen, als dass ich Sorge haben müsste, dass die Polster nicht mehr decken. Ich weiß nicht, was besser ist. Ich muss wieder üben. Du darfst wieder üben. Wenn man muss, hat man natürlich keine Wahl und muss sich durch dieses tiefe Tal der Tränen durcharbeiten. In deinem Fall, du tust es freiwillig. Hast du vielleicht auch nicht den Tritt in den Hintern, den du bräuchtest, um dich wieder so ein bisschen da reinzuarbeiten und diesen Schweinehund zu überwinden? Ist die Frage. Ich muss jedenfalls wieder reinkommen. Ich habe Mitte September ein Konzert auf Usedom und ab Oktober geht es dann auch wieder los in der Philharmonie, auch mit schweren Programmen. Also ich muss jetzt durch und ich zeige dir im Folgenden, wie ich das mache. Vielleicht kannst du ja auch ein bisschen was davon auf dich übertragen. Also was ich definitiv nicht mache, ist lange Töne aushalten und ich fange auch nicht mit irgendwelchen krassen Technikübungen an. Ich habe irgendwann im November kommt wieder Karneval der Tiere und da ist viel Doppelzunge und viel Chromatik drin. Das habe ich dann schon auf dem Schirm für später, das kommt dann wieder. Aber erstmal schaue ich, dass ich so ein bisschen ins Fließen reinkomme. Also man ist ja fest, wenn man eine längere Pause gemacht hat und ich will wieder locker werden. Also halte ich nicht lange Töne aus. Das ist ja anstrengend und da werde ich dann eher fest und fange an, mit den Lippen zu kneifen. Und ich mache auch keine wilden Technikgeschichten. Ich spiele erstmal fließende Übungen und ich nehme meine Lieblingstonart. Ich spiele mich immer gerne in Moll ein, keine Ahnung warum. Irgendwie klingt das schön und ich mag das gerne. Ich nehme jetzt mal H-Moll harmonisch. Und wie gesagt, ich habe nicht geübt, ich habe mich jetzt für das Video auch nicht eingespielt. Es klingt immer noch halbwegs vernünftig, aber es geht besser. Und ich oute mich jetzt mal. Ich zeige dir jetzt einfach mal, wie es klingt. Und vielleicht sieht man ja am Ende des Videos eine kleine Verbesserung. Wäre jedenfalls schön. Ich nehme 5 Töne in H-Moll und spiele sie mit Schwung in einer fließenden Bewegung.
Also der Ton rauscht ein bisschen, ich halte ein bisschen zu sehr fest mit den Lippen. Das macht man ja deswegen, weil man nicht so viel Luft hat. Man möchte ja irgendwie die Übung schaffen und hält es dann ein bisschen zurück, damit man eben hinkommt mit seiner Luft. Ist für den Klang jetzt nicht unbedingt gut, aber wenn man das weiß und im Hinterkopf hat, ist das in Ordnung. Und ich mache das eben so, dass ich die Übung freispiele von irgendeinem Tempo. Ich dehne Töne, um zu schauen, wie sie sich klanglich entwickeln und um ihnen die Chance zu geben, auch zu kommen. So, ich mache jetzt nochmal vom H1. Schon ein bisschen besser, der Ton war schon ein bisschen gefasster und so würde ich mich jetzt da weiter nach oben und nach unten tasten. Das würde jetzt den Rahmen des Videos sprengen. Was auch gut ist, wenn man diese fünf Töne durch alle Lagen durch hat, als nächstes die Tonleiter zu nehmen, allerdings auch raus aus dem Rhythmus auf Klang und frei gespielt. Man braucht hier schon ein bisschen mehr Luft, deswegen wäre das der zweite Schritt. Naja, also die Luft ist ein bisschen knapp, am Ende wird es so ein bisschen mau mit dem Ton. Das Vibrato kommt nicht so richtig in Fahrt, also das ist relativ festgehalten. Aber auf die Art und Weise komme ich wieder rein. Das weiß ich schon, das ist ja nicht das erste Mal, dass ich ein bisschen Pause mache. Das wird dann schon und ganz so schlimm ist es auch wieder nicht. Und es hilft ja nichts, die Finger müssen auch wieder in Gang kommen. Da könnte man jetzt zum Beispiel die fünf Töne vom Anfang nehmen oder auch die Tonleiter von gerade und das einfach ein bisschen schneller spielen. Und so weiter. Und so weiter. Und dann eben schauen, dass es nicht zu schnell ist, dass man immer noch genügend sich auf die Griffwechsel konzentrieren kann, dass die auch sauber sind, weil es nützt ja nichts, das unsauber wieder anzufangen. So, als nächstes im Hinterkopf habe ich jetzt wieder Peter und der Wolf im Oktober. Da sind so ein paar wirklich fummelige Stellen drin und ich würde jetzt schon mal zum Beispiel anfangen, da gibt es ja diese Stelle, wo Vogel und Ente sich streiten am Ufer des Teichs. Die ist in Astur und die ist wirklich übel zu spielen und da fange ich dann schon wieder an, diese Stelle langsam auf Klang zu spielen. Da wirklich gucken, dass die Finger sich gleichmäßig bewegen und auch so ein bisschen in kleine Teile unterteile ich das dann. Also so komme ich langsam wieder rein und wenn der erste Schritt einmal getan ist, am zweiten Tag geht es dann meistens dann auch schon wieder besser und die Überwindung ist nicht ganz so groß. Ich kann dir als Tipp noch ans Herz legen, spiel nicht zu viel am Anfang. Ne, man hat einfach die Konti nicht und du musst die erst langsam wieder aufbauen. Das hat ja alles mit Muskulatur zu tun. Ne? Das ist wie im Sport, da fängst du auch nicht gleich an, einen Marathon zu rennen. Also mach es wirklich in homöopathischen Dosen, bau dich langsam wieder auf und dann kommst du auch wieder rein, ohne dass der Frust vorprogrammiert ist. Und dann machst du es wie ich. Du suchst dir ein Stück aus, was du gerne einmal spielen möchtest und spielst Stellen daraus langsam auf Klang.
Und so findest du auf jeden Fall wieder Spaß am Flötespielen. Ich hoffe, dass ich dir mit diesem Video den richtigen Impuls geben konnte, wieder mit dem Querflötespielen anzufangen. Gib mir doch einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder bei einem neuen Thema. Bis dahin!